Du bist die Nummer 1. Du bist die Nummer 2. Und Härchen kriegt nichts. Das ist unser Wunsch. Dann gib mir 8 Euro, dann läuft das. Das ist mein Leben. Wochenmarkt, ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Bringt Spaß, aber kann auch anstrengend sein. Auf jeden Fall. Wir haben teilweise 12, 14 Stunden und das macht man nur, wenn man seine Arbeit liebt. Guck mal hier. Für jemanden, der ganz soft ist und weich und schüchtern, für den ist das ein hartes Leben. Die viele Arbeit, die macht dich kaputt. Aber ich bin mit diesem Laden so verwachsen. Das ist eben halt Familie. Markttag auf dem Exerzierplatz in Kiel. Moin. Macht ihr Salat? Den mittleren? Ja. Reicht ihr das oder mehr? Wieso? 8 Gramm mehr. Ja, das ist okay. Und eine Salzgurke hätte ich gerne. Hab ich nicht. Komm erst ab nächste Woche. Ja, ich weiß, aber die sind noch nicht durchgezogen. Ich kann ja keine halbgaren Gurken hier reinpacken. Dann kommst du nächste Woche und ziehst mir die Ohren lang. Aber nächste Woche kriegst du sie. Das ist es, wofür Frank Langes Herz schlägt. Er kennt auch nichts anderes. Seine Eltern und Großeltern waren bereits Fischverkäufer. Seine ganze Familie arbeitet hier mit. Die Tage sind abwechslungsfrei. Sobald die Sonne hochkommt, Ende März, April, wenn das Wetter schön wird, manchmal ja auch erst im Mai, dann schockt das erst richtig auf dem Markt. Die Leute lachen, sie freuen sich, sie sind da. Und keiner guckt mit einem schlechten Gesicht. Ne? Guck mal! Guck mal! Es ist Samstagmorgen. Aus 4 Wagen wird hier heute Fisch verkauft. Das ist nur möglich durch die Mitarbeit von Franks Familie. Hier wird zusammen gearbeitet und gelebt. Tochter Tatjana und Schwiegersohn Jörg führte der Fischverkauf zusammen. Sagen wir so, ich bin vor ihr schon da gewesen. Ich habe damals hier angefangen zu arbeiten und ich hatte Jana aber tatsächlich meine Auszubildende. Ja, und dabei sind wir uns dann eher halt, ja, haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Ja, und irgendwie passte das dann. Ja. Ja, und dann musste ich das irgendwie dann meinem Chef erzählen, dass ich mich in seine Tochter verliebt habe. Und ja, und dann hat Frank gesagt, solange du mir nicht abhaust, wenn es nicht klappt, könnt ihr es gerne ausprobieren. Und ja, hat ja geklappt scheinbar. Auf jeden Fall sind wir jetzt seit, ne? So über 10 Jahren sind wir zusammen. Und zwei Fischfingerdellen. Ja. Die normale oder so lange in der Dorsche? Nee, die normalen. Hallo. 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 Hast du noch mehr Lachsspinatfingerdellen unerzählt? Ja, habe ich auch noch. Ich brauche aber jetzt noch gleich einmal Räucherlachs. Ja. Nummer 3, 4 Seiten. Ja, hol ich dir gleich hoch. Ja. Franks Schwester Susi und sein Sohn Nico verkaufen heute in einem der Wagen Räucherfisch und Salate. Susi ist heute, anders als früher, nur noch im Verkauf tätig. Bis zu 7 Tage die Woche auf Märkten unterwegs sein und zusätzlich das Geschäft führen, das ging nach über 30 Jahren für sie nicht mehr. Ich muss aber auch mal eine neue Tüte hier holen. Ne? Guck mal hier. Ich bin damit bedient, wenn ich Auto fahre, den Tisch packe, verkaufe, auch der Tisch muss leer. Ne? Das ist dann meins so. Ja, ja. Das magst du. Ja, das mag ich. Moin. Sohn Nikos Nacht war kurz. Es gab Fischbrötchen als Mitternachtssnack auf einer Hochzeit. 2 Stunden Schlaf müssen für ihn heute reichen. Guten Morgen. Alles gut? Was denn? Alles gut. Ja, bei dir? Ja, muss noch. Hat gestern Abend geklappt mit der Hochzeit? Ja, war alles gut. Die waren begeistert. Ja, die haben mich auch noch Bier eingeladen, aber das ging nicht. Nee, Fahren und Bier geht nicht. Aber das läuft doch. Ja. Wichtig ist, dass sie begeistert waren. Ja, die waren alle begeistert. Die fanden das alle total toll, dass keine Mitternachtstorte gibt, sondern Mitternachtsfischbrötchen. Auf dem Markt am Exerzierplatz heißt es nach 7 Stunden jetzt zusammenpacken und die restlichen Fische zu den anderen Verkaufsständen in Kiel bringen. Dort läuft der Verkauf noch weiter.
Bevor Nico in den ersehnten Feierabend kann, geht es deshalb erst noch an die Kieler Förde. An 7 Tagen in der Woche verkauft der Familienbetrieb hier hauptsächlich Fischbrötchen. Und für die kleine Dame? Backfischbrötchen. Remoulade oder Knoblauchsoße? Remoulade. Und dann kommen wir von Montag bis Sonntag jeden Tag hier runter. Einmal frische Ware. Und dann pendel ich immer zwischen Firma, Räucherfisch machen, hierher die Sachen herbringen zum Wochenmarkt und dahin und dahin. Ist schon recht anstrengend manchmal, aber es bringt Spaß. Vom Marktplatz geht es jetzt für Frank und die anderen zurück zum Firmensitz. Ausladen und alles wieder für den nächsten Tag vorbereiten. Die Tage sind lang, denn Frank bräuchte mehr Mitarbeiter. Die Arbeitsbedingungen sind jedoch nicht beliebt. Fisch hat Geruch. Ist ein Ding, was die meisten nicht wollen. Und dann kommt natürlich das frühe Aufstehen dazu und die harte Arbeit. Und dann jetzt 2:30. Jetzt bin ich 12, 13 Stunden unterwegs. Bei mir ist ja immer Feierabend, nicht wenn die Uhr das sagt. Ich habe immer Feierabend, wenn ich fertig bin. Die Nacht darauf, 0.25 Uhr in Heikendorf vor den Toren Kiels. Für Nico und Vater Frank beginnt der Arbeitstag. Ha, moin. Na, Lütten, alles gut? Wollen wir einen Kaffee trinken? Dann haben wir die eingeschenkt. Ja, super. Das passt doch. Dann setz dich mal. Ja. Bis zu 4-mal in der Woche brauchen sie frischen Fisch. Dann schieß mal los. Nimmst du 5-mal Europa-Chilet mit? Ja, habe ich. 2x10 Ganze. Habe ich. 3x Honig-Senfsoße. Wenn er hat, 20 Kilo Zander. Wenn der Holländer rechtzeitig da ist, kannst du noch Makrelen mitnehmen, 3-mal. Die Bestellung macht Frank nach all den Jahren aus dem Kopf. Per Handy verschickt, kann Nico sie gleich abholen. Im Hamburger Hafen. Das heißt dann noch früher aufstehen als sonst. 6 Kilo? Ja. Man gewöhnt sich dran. Also es ist okay. Am Anfang hatte ich viel Probleme mit, habe auch viel verschlafen immer, aber mittlerweile geht das. Ich muss auch sagen, man hat viel mehr Freizeit. Also wenn man so gegen 11, 12 Feierabend hat, 2-3 Stunden schläft, hat man noch den ganzen Tag für sich. Andere sitzen bis um 18 Uhr im Büro. Also gibt nichts Besseres eigentlich. Meistens wird der frische Fisch aus Dänemark geliefert. Einmal die Woche muss Nico aber zum gut 100 Kilometer entfernten großen Umschlagplatz in Hamburg-Altona. Lokal an der Ostsee bekommt er die benötigten Mengen nicht. Auf dem Kieler Seefischmarkt, da gibt es halt nicht mehr viel. Da sind nur noch ein paar kleine Unternehmen. Und wenn man halt die Auswahl möchte, so wie wir das brauchen, muss man schon nach Hamburg auf den Großmarkt fahren. Alles gut? Na, großer. Ist die Lage. Gut. Ja. Knapp 700 Kilogramm Fisch nimmt Nico heute mit. Insbesondere Mittelmeerspezialitäten. Hier von Hamburg beziehen wir eigentlich hauptsächlich so das Rotbarschfilet. Rotbarsche und ziemlich die Sachen, die so aus dem Süden kommen. So wie die Doraden, Wolfsbarsche, was so alles, Türkei, Griechenland, Spanien. Oder zum Beispiel Kalamares auch. Oder sag ich mal Sachen aus der Karibik, so wie der Papageifisch. Sowas haben wir auch dabei. Oder halt so Sachen, die wir selber nicht produzieren, so wie die Rollmöpse oder der Bratrollmops. Oder die kleinen geräucherten Sporten, weil das einfach viel zu viel Aufwand ist. Hier ist Nico unter seinesgleichen. An Schlaf denkt hier keiner.
Die ersten stehen hier um 0 Uhr schon vor der Tür. Und das muss ja schnell, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird, gleich in die Kühlzelle, gleich abgeholt werden, gleich wieder verladen werden. Also die Waren bleiben hier maximal eine Stunde, wenn überhaupt, in Bewegung. Morgen. So, heute ist leider ein etwas nasser Zettel dabei bei dem Wetter. Ja, danke schön. Kann man nicht vermeiden. Super. Danke schön. Gute Rückfahrt. Danke. Ich wünsche einen schönen Feierabend später. Ja, guten Mittag, ne? Ja. So, danke, tschüss. Seit einem Jahr fährt Nico diese Strecke. Seit Beginn seiner Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im Familienbetrieb von Vater Frank. Seine Eltern sind zwar geschieden, arbeiten aber trotzdem zusammen. Das Schöne ist halt, man hat Mama und Papa immer um sich. Also ich kann nicht sagen, ich hätte mit Mama und Papa nie Zeit verbracht. Weil eigentlich sind wir alle den ganzen Tag untereinander. Ich finde das eher schön, dass die beiden sich verstehen und dass man auch mal zusammen was machen kann. Und dass das nicht so ein, sag ich mal, verzanktes Verhältnis ist. Mittlerweile ist es 5 Uhr morgens. Guten Morgen. Halt. Was macht der Kollege? Nikos Schwager Jörg steht schon bereit. Er muss gleich auf den Markt. Das brauchen wir jetzt alles für unsere Wagen, weil da müssen wir uns jetzt nicht recht beeilen, weil die ersten Autos müssen nämlich gleich raus. Jetzt in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten muss ich Richtung Autobahn, Richtung Münster sein. Deswegen ist es immer das Zeitfenster um diese Uhrzeit immer sehr knapp bei uns. So, Duraben hatten wir auch schon Hang. Ja. Forellen brauchen wir noch, ne? Wie viel hast du davon mitgebracht? Drei Blöcke, ne? Ja, da machen wir gleich Frikadellen von bzw. Salat. Gut, ich gehe einmal kurz in meinen Wagen und Rest durchschieben. Ja. Super. Ja. Vor 30 Jahren fing Jörg als Schüler hier an, nebenbei zu arbeiten. Durch die Hochzeit vor 10 Jahren mit Franks Tochter Tatjana wurde auch er zum lange Familienmitglied. Meine Mutter hat früher als Schaustellerin schon gearbeitet, die hat auf dem Jahrmarkt Fischbrötchen verkauft. Von daher kenne ich schon seit kleinen Jungen, also das mit dem Fisch schon. Für mich war es schon immer das Marktleben, das Ambulante, also mit dem Wagen, ob jetzt hier oder auf dem Jahrmarkt unterwegs zu sein, man kennt es halt. Ne? Und das liebt man, das steckt in den Knochen, das steckt in den Genen wahrscheinlich. Und ja, man will nichts anderes mehr. Ne? Derweil bereitet Frank seine Spezialität zu. Fischfrikadellen. Und das ist der gleiche Tun, bis da vorne auf dem Tresen liegt. Ja, ich nehme eigentlich immer nur das Beste da rein. Was viele sagen immer, das ist irre, aber die Kunden lieben das. Und die gibt meinen Job. Während Nico nach der Nachtschicht seinem eigentlichen Job nachgeht, beginnt für Franks Schwester Susi gleich der Markttag. Ja, morgen nimm mal die mit. Ja. Aber nicht alle auf. Nein, ja. Tschüss. Tschüss. Bis Susi am Nachmittag zurückkehrt, haben die anderen ihre Nachtschicht bereits hinter sich gebracht und es heißt Feierabend. Heikendorf an der Kieler Förde. Es ist 4.30 Uhr am nächsten Morgen. Frank und sein Bruder Rainer treffen die letzten Vorbereitungen für den heutigen Markttag. Susi, Licht. Du brauchst jetzt noch die Spinatrolle, kriegst du eine halbe, ne? Ich wollte eine halbe Lachs haben und dann nehme ich gleich noch zwei ganze Lachse mit. Ja. Und dann schneide ich mir gleich noch den Räucherlachs auf und dann bin ich nachher eigentlich auch fast durch. Haben wir vorne noch Wakame? Wakame fehlt mir noch. Ja, ich guck gleich mal, aber müsste noch da sein. Nach dem Rückzug von Schwester Susi vor 2 Jahren führen die beiden Brüder das Geschäft zu zweit. Für sie geht das nur gemeinsam. Man geht durch die Kunden. Man kann sich noch so streiten, wenn dann irgendwas ist, es hält man sofort wieder zusammen. Sonst würden wir das alles nicht machen, weil das sind ja nun auch Stunden, die wir hier reisen. Das sind ja keine normalen 8 Stunden, die wir haben. Wir haben ja teilweise 12, 14 Stunden und das macht man nur, wenn man seine Arbeit liebt.
Ne? Der am wenigsten Stunden macht, der steht da hinten schon wieder. Das gehört. Guck mal, der macht schon wieder Pause. Der wartet, dass wir zum Kaffee kommen. So, das ist ja dann. Können wir los. Dann war's das. Ja. Auf zum Markt. Zweimal die Woche geht es für Rainer ins 21 Kilometer entfernte Preetz. Hier auf dem Markt verkauft er immer gemeinsam mit seiner Frau Sonja. Eine Portion, zweite Portion. Einverstanden? Und dann kriegt der junge Mann noch seine Frikadelle. Hallo! Da kommen erst mal zwei Freunde von mir. So, ihr beiden Süßen. Du bist die Nummer eins. Du bist die Nummer zwei. Na, war das lecker? Und Härchen kriegt nichts. Nee, der holt dafür was anderes. Ich schätze zwei Lachsticks heute mal. Korrekt. Schöne große. Ja. Kommen wieder auf den Grill und dann ist das immer... Das Wetter spielt ja auch so richtig mit für den Grill super. Heute, ne? Das passt, das kriegen wir. Wo ist deine Frau? Die kommt gleich, die ist noch einmal eine andere Sache besorgen in der Apotheke. Aber die ist auch gleich da. Hast du dann noch einen Wunsch? Für heute nicht, das wär's. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Seit 19 Jahren sind Rainer und Sonja ein Paar. Jeder von ihnen brachte ein Kind aus den vorherigen Beziehungen mit in die Ehe. Seither arbeiten die beiden mindestens an 5 Tagen in der Woche gemeinsam. Wir passen wirklich total zusammen. Auch so, wir können toll miteinander arbeiten. Wir können 24 Stunden am Tag zusammen sein, ohne dass irgendwas... Also wir haben eher Probleme, wenig Zeit miteinander zu verbringen, als wenn wir viel Zeit miteinander verbringen. Ganz eigenartig. Was man auch selten hat. Ja. Ich würde dir alles für 20 Euro lassen. Soll ich dir das als Filet schneiden? Das Marktleben wurde auch Sonja bereits in die Wiege gelegt, beziehungsweise in die Bananenkiste. Ihre Eltern waren Gemüsehändler. Dankeschön. Meine Mutter sagt immer, meine Schwester und ich sind im Bananenkarton groß geworden. Damals war es ja noch ganz anders, so vor 50 Jahren. Da hatten die keinen Babysitter oder keine Haushälterin. Da haben die uns beiden halt mitgenommen und dann lagen wir in einem Bananenkarton drin. Und deswegen, also ich kenne es, weil sonst würde ich es auch nicht mitmachen. In den Heikendorfer Betriebshallen laufen tagsüber parallel die Vorbereitungen für die Märkte. Moin! Morgen! Alles gut? Alles gut. So, wir machen heute Salate hier. Ramona macht gerade den Hausfrauensalat. Der ist noch nicht ganz fertig. Ramona ist gerade am Schneiden. So, und dann habe ich hier Maggie, unsere Tänzerin. Lacht sie wieder? Das ist der Oktopussalat. Den habe ich heute Morgen gekocht. Der bleibt immer eine Stunde stramm im Wasser, damit er schön weich ist und auch bissfest ist. Neben Salaten und Soßen wird täglich Fisch geräuchert. Für die längere Haltbarkeit und für das passende Aroma kommen die Fische für mehrere Stunden in den Räucherofen. Frank ist heute wieder für die Frikadellen zuständig. Hier hast du deinen Spinat. Ja, kippt man ruhig rein. Seine Fischspezialitäten vertreibt Frank auf bis zu 7 Verkaufswagen. Frische ist in diesem Geschäft unabdingbar. Länger als 1 bis 2 Tage kann der Fisch nicht liegen. Das, was nicht weg ist, das nehme ich runter und mache da sowieso Frikadellen von. Also ist der ganz normale Lauf drin. Und über die ganzen Jahre weißt du, was läuft und was nicht läuft. Und das ist das Gute bei uns. Also Verlust habe ich wenig, weil Lebensmittel wegschmeißen ist eine Katastrophe. In meinen Augen muss kein Mensch machen. Das geht einfacher. Und bei uns ist ein System drin und das passt alles. Jeder fragt immer, wie viel Pfeffer. Immer so, wie ich das mag. Passt. 26 Familienmitglieder und Angestellte arbeiten hier in Schichten rund um die Uhr. Nee, 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 nee.
Da ich aus der Gastronomie komme, bin ich das Leben gewohnt, wo ein harter, rauer Ton herrscht. Ne? Da muss man mit umgehen können. Also für jemanden, der ganz soft ist und weich und schüchtern, für den ist das ein hartes Leben. Man muss schon Power haben, um hier zu arbeiten. Aber bringt Spaß. Und das hält den Familienbetrieb seit 1912 zusammen. Damals gründete Oma Anna das Geschäft. Und dann hat 1969 meine Mutter von ihrer Schwiegermutter das Geschäft überschrieben gekriegt. Und 1990 haben meine Eltern das abgegeben an uns. Ja, da sind viele von meinem Vaters Freunden, Verwandtschaft weggestorben. Und dann hat er so ein bisschen Angst gekriegt. Da hat er gesagt, weißt du was, ich will diese Belastung nicht mehr. Wollt ihr den Laden haben oder wollt ihr ihn nicht haben? Ja, dann haben wir gesagt, weißt du was, lass uns den Laden machen. Aber nicht so klein bleiben. Ich sage, das funktioniert dann ja nicht. Ich sage, Sekt oder Selders. So, dann wurde von da ab, wurden wir immer größer und größer. Nur ein Jahr nach der gemeinsamen Übernahme kauft Frank ein weiteres Fischgeschäft auf. Die drei Geschwister arbeiten getrennt, bis Frank 1993 einen schweren Motorradunfall hat, der alle wieder zusammenbringt. Und dann hat mein Bruder und meine Schwester gesagt zu meinem Vater, das wird nichts, wir schmeißen den Scheiß wieder zusammen. Der fällt ja, weiß nicht wie lange aus, der wird ja gar nicht wiederkommen. Wenn der jetzt im Rollstuhl sitzen bleibt, dann muss er ja irgendwie versorgt werden. Und wir machen jetzt alles zusammen. Und so ist das wieder alles zusammengeflossen, ja, und nie wieder getrennt worden. Das ist nun über 30 Jahre her. Die oftmals schwierige Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gab es bei Ihnen damals nicht. Und heute? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das Geschäft übernehme. Und ich denke, dass das auch so sein wird. Das machen wir schon. Da muss er weiterlaufen. So wie Tatjana, meine Tochter, die ist ja schon lange mit drin. Die macht Büro und ihr Mann ist mit auf dem Markt, Verkauf. Ich werde noch ein Jahr so voll in Action dabei sein. Und dann will ich mich zum Winter hin schon mal so ein bisschen zurückziehen. Und dann können die ja zeigen, was sie gelernt haben. Und dann auch mal machen lassen. So, und wenn was daneben geht, geht das daneben, dann ist das scheißegal. Ne? Aus Fehlern lernt man. Zur vierten Generation der Familie gehört auch Tatjana. Also. Na, alles gut? Ja, bei dir auch. Sehr schön, ja. Neben Nico sind auch sie und Ehemann Jörg bereit, das Familiengeschäft fortzuführen. Und ab damit. Man macht eben halt viele Arbeiten. So, und das ist eben halt wie so ein Uhrwerk. Jedes ist in einem und dann muss man eben halt zusehen, dass man seinen Uhrwerk eben halt mitmacht noch. Beziehungsweise mein kleiner Bruder muss das dann eben halt auch ein bisschen mitmachen. Das ist eben halt Familie. Nebenbei läuft auf dem Betriebsgelände auch der Fischverkauf. Zeit für den Mittagstisch. Sie möchten ein bisschen Salat reinhaben? Gerne, ja. Wenn es geht, keine Muscheln und keine Tintenfische. Für 10 Euro gibt es täglich ein Überraschungsgericht. Nur eines ist sicher, es gibt Fisch. Danke. Schönen Tag. Nach 2,5 Stunden ist es für Räuchermeister Daniel an der Zeit, die Aale aus dem Ofen zu holen. Heute wird schonender geräuchert als früher. Auch der zweite Räucherofen ist fertig. Insgesamt werden 3 bis 4 Tonnen Fisch die Woche verarbeitet und verkauft. Obwohl die Preise deutlich gestiegen sind und Fangquoten eine zukunftsfähige Fischerei sicherstellen sollen. Ja, das sieht ja gut aus, Daniel. Das passt. Sehr schön. Durch MSC ist es natürlich etwas teurer und nachhaltig gefischt. Das ist auch unbedingt wichtig für uns, weil alles andere nur auf Mast geht nicht. Das will keiner mehr. Wir wollen es sowieso nicht. Und die Kunden, gerade die Älteren, sagen, oh, wo sind die kleinen Heringe? Ja, die gibt es nicht mehr, weil die Netze, das ist anders. Es bleiben nur noch die Großen drin. Da geht das schon mit los. Wir wollen ja nicht den eigenen Ast am Baum absägen. Gut aus hier. Noch rein. Wenn du ein bisschen was auf die Rippen kriegst. Mmh. Sehr gut im Geschmack. Der sieht sehr gut aus.
100 Gramm Räucherlachs kosten hier mittlerweile knapp 7 Euro. Die Nachfrage auf den Märkten geht zurück. Das merkt auch Frank. Es ist schon schwierig, eine Familie mit zwei bzw. ein oder zwei Kinder, wenn die auf den Markt gehen, der Fisch ist schon teuer geworden. So, gut. Ich hau ab. Ich auch. Bin Feierabend. Ja, du auch. Bis morgen früh. Ja, so, genau. Tschüss. Wieder auf dem größten Wochenmarkt Kiels, auf dem Exerzierplatz. Frank steht heute Seite an Seite mit seiner Ex-Frau Melanie. Willst du gleich noch einen Eimer haben oder einen halben? Ja, das reicht noch nicht. Jetzt zieh ich dir gleich noch einen rüber. Vor 15 Jahren trennten sich die beiden, privat und beruflich. Da war ihr gemeinsamer Sohn Nico gerade 5 Jahre alt. Die viele Arbeit, die macht dich kaputt. So, wenn du eine Familie hast, dann musst du mal zurück. Aber ich bin mit diesem Laden so verwachsen. Du versuchst immer was zu ändern, machst es auch zum Anfang und du rutschst immer wieder in diesen Schuh hinein. So. Automatisch kommen dann die Knatschzonen und die werden mehr. So. Dann haben wir uns im Guten, weil wir haben ja auch ein Kind zusammen, im Guten getrennt. Siehst du ja, jetzt ist sie wieder da. Seit einem knappen Jahr arbeitet Melanie hier wieder mit. Zurück im Familienbetrieb, gemeinsam mit Sohn Nico. Dadurch haben wir ja auch mehr Zeit. Wir sehen uns öfter. Wir sind ja beide viel am Arbeiten. Und das bringt Spaß, mit Nico zusammenzuarbeiten. Das ist eine tolle Sache. Hat nicht jeder, mit seinem Kind zusammenzuarbeiten. Hast du noch einen Wunsch? Dann gib mir 8 Euro, dann läuft das. Hopp, einmal. Zweimal. Wieso? Seit 112 Jahren ein Familienunternehmen. So soll es weitergehen, wenn auch kleiner. Den akuten Personalmangel kann selbst diese große Familie nicht auffangen. Danke dir. Wir werden das in dem großen Stil, wie es jetzt ist, vielleicht irgendwann nicht mehr machen können. Und wenn ich nachher mit Nico und meiner Frau, wenn wir nachher irgendwann mal da alleine stehen, dann können wir das gar nicht mehr bewältigen, weil dann würden wir 24/7 nur auf der Arbeit sein. Und irgendwo will man ja auch ein bisschen leben, ne? Es wird schrumpfen, da kommst du gar nicht drum rum. Es geht gar nicht anders. Außer es tauchen jetzt noch mal ein paar Brüder oder ein paar Kinder von Frank auf, die noch irgendwo rumlaufen. Die uns dann unterstützen, dann kann es vielleicht noch was werden. In die Zukunft blicke ich positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben Nachkommen. Es wird sich alles verändern. Ich sage eigentlich immer, die neue Welt kommt. Und damit müssen wir alle zurechtkommen. Und deswegen, es wird weniger gegessen, es wird anders gegessen. Die Leute achten mehr drauf, was sie essen. Das machen sie ja jetzt schon. Deswegen, also wir gehen mit der Zeit. Und ich sehe das alles positiv.